Wir haben damit die Ortsaussage zum Apollonius-Kreis vollständig bewiesen. Ausgangslage war dabei der Wunsch, die Aussage zur Mittelsenkrechten zu verallgemeinern, in der wir alle Punkte gefunden haben, die die Strecke AB in einem fest vorgegebenen Verhältnis 1 teilen. Nun möchte ich abschließend Ihnen noch einen Reflexionsauftrag mit auf den Weg geben. Wir haben im Rahmen der Veranstaltung schon einige Verallgemeinerungen durchgeführt. In Kapitel 6 haben wir uns auf die Suche nach der Verallgemeinerung des Thaleskreises gemacht. Wir haben also die Ortslinie aller Punkte gesucht, die mit den Punkten A und B einen fest vorgegebenen Winkel Alpha einschließen. Diese liegen, wie wir gesehen haben, auf dem sogenannten Fasskreisbogen. Der Fasskreisbogen kann für beliebige Winkel bestimmt werden. Er verändert dann jeweils seine Lage und Größe. Den Spezialfall 90 Grad können wir beim Fasskreisbogen auch abdecken. Wir erhalten dann gerade den uns bekannten Thaleskreis als Spezialfall des Fasskreisbogens. In Kapitel 7 haben wir uns Verallgemeinerungen zum Satz von Pythagoras angeschaut. Dieser Satz macht eine Aussage über den Zusammenhang von drei Seiten im rechtwinkligen Dreieck. Als Verallgemeinerung haben wir dort den Kosinussatz hergeleitet, der eine Aussage über einen solchen Zusammenhang der Seitenlängen für beliebige Winkel macht. Auch hier hat sich umgekehrt der Satz von Pythagoras als Spezialfall dieses Kosinussatzes herausgestellt. Wenn wir den Kosinussatz nämlich für 90 Grad auswerten, erhalten wir gerade die Aussage des Satzes von Pythagoras. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Zusammenhang auch für unsere Verallgemeinerung der Mittelsenkrechte gilt. Die Mittelsenkrechte ist der geometrische Ort aller Punkte, die eine Strecke im Verhältnis 1:1 teilen. Der Apollonius-Kreis ist die Verallgemeinerung dieser Aussage. Es handelt sich um den geometrischen Ort aller Punkte, die die Strecke in einem festen, aber beliebigen Verhältnis teilen. Ist nun umgekehrt die Mittelsenkrechte der Spezialfall des Apollonius-Kreises? Mit diesem Gedankenstoß entlasse ich Sie für diese Woche.